präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Ach, Männer. Wisst ihr, wir haben eigentlich schon lange nicht mehr gezockt, ne? Und wenn ich ehrlich bin, müsste man das eigentlich mal ändern, ne? Verehrte Freunde, Servus, einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Na, alles Roger bei euch. Herzlich willkommen zu diesem Video hier heute, Herrschaften. Es ist mal wieder Division Rivals angesagt. Ich habe schon lange nicht mehr irgendwie für ein Video oder so mal gezockt, ne? Es ist schon eine ganze, ganze Weile her. Es ist Anfang der Woche immer noch. Dienstag ist eigentlich ein ganz cooler Tag soweit. Ich muss bloß gestehen, dass so langsam mir die SBCs ausgehen. Beziehungsweise die Aufgaben so ein bisschen ausgehen. Aber ansonsten geht es mir eigentlich so EAFC-mäßig ganz, ganz gut. Will ich behaupten, mir geht's generell auch gut. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wie geht's euch denn, Freunde? Habt ihr eine schöne Woche bisher? Ich hoffe doch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Es ist, es ist witzig, ne? Wir haben jetzt Anfang November und du fährst in die Stadt raus und du findest fast nur Weihnachtszeug, ne? Bald, es ist schon wieder krass, ne? Es geht schon wieder Richtung Weihnachten zu. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Übrigens, Freunde der Sonne, beeilt euch mit euren Saison-Rewards, ne? Nächsten Donnerstag ist nämlich die Season 1 zu Ende. Dementsprechend beeilt euch da auf jeden Fall, ne? Wir spielen heute eine Runde Division Rivals, Gentlemen, in Division 5. Hab's ja schon mal angekündigt, dass wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen was machen müssen. Mein Bronze-Team machen wir weg. Habe ich nämlich extra genommen für die Bronze-Aufgaben in den Zielen. Denn mit dem Team spielt man natürlich. Ah, toll. 5 Karten verschoben. Wunderbar. Freunde, wenn euch dieses Video hier gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Viele, viele neue Leute, die dazugekommen sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid inzwischen 1300 Menschen da draußen. Küsse gehen raus an jeden einzelnen von euch. Ich küsse doch euer Herz, liebe Herrschaften. Und ich würde sagen, das ist mein Team. Ingame 4-2-2-2. 4-2-4 als Anfangformation. Wir gehen rein, Freunde. Ich bin gespannt, wer unser heutiger Gegner sein wird in dieser Aufnahme. 16 Millisekunden, das ist eigentlich auch ganz in Ordnung soweit. Gucken wir mal. Und ich muss mich natürlich daran halten, bei dem, was beim letzten Mal schon war, ne? Was Division Rivals und so betrifft. Ich muss einfach die Schnauze halten, ne? Vor allem muss ich mich umstellen. Das letzte Mal, wo ich aufgenommen habe, habe ich hier noch mit Kane und mit Lewandowski gespielt. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert mittlerweile. Aber Rodrigo und Cunha sind absolut geil. Also kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Unser Gegner ist der Arda FC. Testing, Saliba, Rüdiger, Bombastor, Rice, Ballack, Lewandowski, Rodrigo im Sturm. Dembele, Road to the Knockout rechts. Okay. Da hat einer ganz schön Schwein gehabt. So, wir stellen auf Offensiv. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, 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 ja. So nicht, mein Freund, so nicht. So nicht. Und da rennt er schon. Da rennt er schon, der Matheus Cunha. Da rennt er schon, da rennt er schon. Da rennt er schon. Ist gar kein Problem, Freunde. Das ist gar kein Problem. 3 Minuten 1-0. Nee, ne? Bro? Was ist? War das zu schnell? Na, kommt da noch was? Bro, ich dachte, du willst Rivals spielen. Drück doch nicht nach 3 Minuten auf Pause. Was ist das denn? Aber ich bleib dabei übrigens. Matheus Cunha habe ich mich genau richtig entschieden. Ich habe in ihm vertraut. Alle haben mir geschrieben, nimm Kone. Alle haben geschrieben, gamble auf die Packs. Nein, ich wollte ihn unbedingt haben.
Und der Mann ist absolut gigantisch, bleibe ich auf jeden Fall dabei. Er ist absolut gigantisch. Und er macht genau das, was er machen soll. Ach, Rice, geh doch hin. Ja. Ah, so nicht. Ah, das war schlecht. Ja. Also normalerweise hat Rice den, normalerweise hat Blanc den. Ja, über das Tor braucht man, glaube ich, nicht reden, oder? Also Rice steht 2 Meter nebendran, beziehungsweise der Ball kommt 1 Meter und rollt über seinen Schuh drüber. Okay. Also gut. Da haben wir uns jetzt abgetastet. Jetzt können wir Fußball spielen. Ja. Ja, da ist Madison. Wunderbar. Ja, da ist alles zu. Coman. Cunha, da sehe ich ihn. Rodrigo. Oh, Ter Stegen. So, und jetzt? Jetzt ist es Zeit für Laurent Blanc. Ich wähle ihn aus, da ist er. 3 Balken. So, Laurent Blanc, Achtung. Jetzt. Oh, kommt nicht dran, schade. Ah, okay. Rice. Gut. Ja. Ha, geh, 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 geh. Ach. Einmal hoch, ja. Ich habe das Gefühl, ich bin gedankenschneller. Ja, okay. Mitlaufen. Immer mit dem Mittelfeld mitlaufen. Nicht hinten rauslocken lassen. Immer mit dem Mittelfeld mitlaufen. Ja, Jefinho, geh mal. Ja, gut gesehen. Gut gesehen. Ach, scheiße. Der war eigentlich echt schön, ne? Ach, dass Madison den Ball nicht spielen kann, ne? Madison wieder hin. Ja, ja. Immer mitlaufen. Immer mitlaufen. Immer mitlaufen. Ballack. Boah, der kriegt den wieder nicht, ne? Das war jetzt die 2. Situation, wo er den Ball nicht kriegt, ne? Ah, das ist irgendwie... Ja, nee. Und der springt wieder zu ihm, ne? Und der springt wieder zu ihm. Ja. Okay. Also er war jetzt in der Lage, 3 Powershots auszuführen, ohne irgendwas zu machen. Also das muss man an der Stelle auch mal sagen. Dieses Ball abtupfen, diese Pinball-Action da, ist mittlerweile echt brutal geworden nach diesem ersten Patch. Also ehrlich muss man dann doch schon sein. Ach, der gewinnt den Zweikampf nicht. Nein, nicht mit dem Außenverteidiger. Mitlaufen, mitlaufen, mitlaufen. Und jetzt haben wir. Ja, sehr schön. Kriegt den wieder, ne? Obwohl ich eigentlich alles richtig mache, ne? Krass. Echt krass. Wieder nach außen. Boah, der wäre schön gewesen. Ich krieg diese entscheidenden Bälle mit Madison und Rice nicht, ne? Jetzt vielleicht mal. Ja, so hoch. Da, da, Drehung. Hey! Der pfeift nicht! Der pfeift nicht! Das ist ein ganz klarer Elfer! So ein Bullshit!
Das gibt's ja wohl nicht. Der hakt mir da ganz krass das Bein ein und kriegt den Ball wieder. Da läuft keiner. Jetzt vielleicht? Nee. Ja, aufpassen. Keinen Fehler machen. Ja, Madison, wunderbar. Ansu Fati, na schade. Schade, Ter Stegen. Aber es ist ein gutes Match hier. Und jetzt Blonk. Ah! Rodrigo kommt wieder nicht durch. Da ist wieder einer dazwischen. Ja, Blonk. Kein Problem. Kein Problem, Laurent Blonk. Fati, lauf. Ansu. Ansu Fati, lauf. Der bleibt da stehen, ne? Dieser Drecksack, der bleibt da einfach stehen und bewegt sich nicht. Jetzt. Ja! Schönes Tor. Schönes Tor, Ansu Fati 2-1, kurz vor der Pause. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Damit können wir arbeiten. War gut bisher. Es war halt so ein paar Situationen, waren halt echt ärgerlich, ne? Also, wenn ich jetzt an das erste Gegentor denke, wie da Lewandowski einfach durch den Ball kriegen kann und Rice dem einfach da über den Schuh läuft. Schwierig. Aber nicht beschweren, wir führen 2-1, alles gut. Wir führen 2-1, wir holen das Ding jetzt nach Hause und gut ist. Ruhig spielen. Ganz ruhig. Ansu? Ja. 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 Nee! Kunja schießt den vorbei! Hals, Maul! Oh nein, Dembele. Kriegt den Spieler nicht gewechselt. Oh, und Dudek hat ihn. Okay. Der war sportlich. Okay. Ganz kurz mal einen Schuss, Feuerschuss abgelassen. Oder nee, wie hieß der? Tigerschuss, ne? Seitenwechsel mal. Ja, war richtige Entscheidung. Vasquez. Ah, kriegt er den? Oh, lol, der kriegt den. Und zack, und drin. Sauber. Sauber. Perfekte Idee, perfekter Laufweg. Und dieser Pass von Lucas Vasquez. Die Evolutions miteinander. Das war's gerade. Nein, 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 Dudek. Dudek, ganz wichtig. Ja, Ansu Fati, komm, geh mal wieder. Guckt euch das an, Ansu Fati. Ansu Fati 84 und das ist ein Foul, Bro. Puh. Okay. Gegner ist übrigens 4411 an der Stelle. The Y Pro X. Okay, was machen wir da? Direkt drauf kann ich nicht. Oder sollen wir mal? Warte mal, komm, Madison. Dann müssen wir ungefähr so. Aber mit viel Federn. Ja, so.
Ja, gut. Das war ein dummer Gedanke. War ein dummer Gedanke, hier direkt drauf zu schießen. Ja, Ansu Fati wieder. Gegner wird jetzt sehr unruhig, muss man an der Stelle auch dazu sagen. Ja, hier ist unglaublich viel Platz jetzt. Das ist jetzt ohne Konzentration so ziemlich. So, da ist wieder Fati. Boah, schade. Testegen. Komm, mach doch mal einen Torwart. Mach doch mal einen Laurent Blanc Kopfballtor. Mach doch mal jetzt. Wo ist er denn? Da. So, komm, mach mal. Uff. Okay, das war Kunja, das war nicht Blanc, aber okay, war auch gut. Fand ich auch gut. Fand ich auch gut. So, kein Scheißtrick bauen. Ah, der will hier raus, ja. Nee, das ist zu wenig. Ciao, Enrique. Ah, gut, aufgepasst. Und die Seite gewechselt. Schön ausgespielt. Schön ausgespielt. Und Kunja. Und zack, in die Ecke reingehämmert. Matheus Kunja. Geiles Tor. Geiles Tor, dieser Matheus Kunja. Absolut geil. Und deshalb habe ich ihn geholt. Bam, reingezimmert. Guck mal, da kommt er nochmal. Da kommt er nochmal. Oh, Fati. Ah, nee, war ein Foul. Und ich denke, der Gegner hat genug jetzt. Ja, ja, das war genug. Das war genug. Freunde, ein sehr, sehr guter 4:1 Erfolg. Was soll ich euch erzählen? Absolut genial. Sehr, sehr gut. Haben wir wunderbar durchgesetzt. Und dieses Tor von Kunja, ne? Warte mal, das muss ich nochmal gucken. Das muss ich nochmal hier kurz gucken. Also da hat ja nichts mehr dazwischen gepasst. So, wir gucken mal. Ich benutze ja gerne mal die Orbit-Kamera. So, wir gucken mal. So, hier. Ja, komplett vorbeigezimmert. Also daher, absolut bombastisch. Freunde, das ist das Video für heute. 4:1 Erfolg in Division 5. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir kommen voran in diesem Game, Herrschaften. Es ist noch einiges möglich. Denkt dran, wir haben Karrieremodus, wo wieder Video kommt. Division Rivals Rewards sind bald wieder. Am Wochenende ist die Weekend League wieder. Es soll anscheinend Centurions am Freitag kommen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wir müssen noch ein Video zu den Trailblazers Teil 2 machen. Da bin ich mal auch sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ansonsten muss ich auf jeden Fall sagen, danke, dass ihr da wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da. Drückt den Daumen nach oben und mit dem Abo-Button kein Video verpassen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann. Tschüss, ciao. Reingehauen. Euer Bentastic. Auf Wiedersehen.